Hallo und willkommen zurück zur Videoreihe Die 33 größten Probleme und Fehler, die ein Künstler im Laufe seiner Karriere machen kann. Also ich möchte nochmal zur eigenen Person zurückkommen, was total wichtig ist. Also man soll sich auf jeden Fall ein gutes Umfeld schaffen, sich gut überlegen, mit welchen Leuten man sich umgibt. Ob das Leute sind, die konstruktiv sind, die einen weiterbringen, die ebenso ehrgeizig sind wie wir selbst, die da sind, wo wir selbst hin wollen. Mit solchen Leuten sollte man sich umgeben. Ich weiß, das ist ein bisschen leicht gesagt, weil wir haben halt unsere alten guten Freunde, mit denen wir höchstwahrscheinlich eher auf der Stelle treten, als wirklich mit ihnen weiterzukommen. Es kommt drauf an, natürlich mit welchen Leuten sie gut befreundet sind, aber so die alten Leute, ja, die sind meistens nicht unbedingt so auf der gleichen, haben vielleicht nicht so die gleichen Perspektiven und Ziele als wir vielleicht in unserer Vergangenheit, aber wenn wir weiterkommen wollen, dann sollten wir doch eher gucken, dass wir vielleicht den einen oder den anderen, was sich vielleicht ein bisschen grausam anhört, aber dass man sich vielleicht auch mal von Leuten trennt, von denen man irgendwie ja eher dran gehindert wird, weiterzukommen. Leider. Aber ja gut, das schafft dann Platz für neue Leute, die vielleicht dort sind, wo wir gerne hin möchten. Also das ist eigentlich das Ziel. Das Problem ist dann auch, ja, wie lerne ich dann solche Leute kennen? Das ist auch nicht so einfach. Es kommt darauf an, in welcher Ecke sie leben, ob das jetzt irgendwie eine Stadt ist, wo eher so einfache Leute sind oder halt eher wohlhabende Leute oder sich mit solchen Leuten umgeben. Sie müssen halt gucken, dass sie in solche Kreise kommen, vielleicht Seminare besuchen, Veranstaltungen, wo sie sich denken, dass vielleicht ja auch eben solche Leute hingehen, die sie gerne kennenlernen möchten. Sie können auch im Internet gucken oder sie können ihren Bekannteskreis abklappern und irgendwie mal ein bisschen rumfragen. Also sie werden sicher eine Lösung finden. Also ich denke, das ist sehr wichtig, dass sie irgendwie sich mit konstruktiven und guten Leuten umgeben. Das ist super wichtig, die sie weiterbringen und mit denen sie nicht irgendwie einfach nur auf der Stelle treten und eben nicht weiterkommen. Man soll sich auch immer wieder, jeden Tag, wenn es geht, seine Ziele aufschreiben und sich genau vor Augen führen, was man eigentlich wirklich möchte. Ich denke, viele Leute wissen das gar nicht so ganz genau. Die denken halt nur, ja, ich möchte mehr Geld und das wäre ja schon toll, aber ich meine, so einfach ist es nicht. Also man muss das schon irgendwie präziser beantworten. Und zwar, wo man sich gerne sehen möchte in Zukunft, wie man gerne leben möchte, das soll man schriftlich festhalten. Und möglichst jeden Tag, damit man wirklich einen Kompass hat und sich drauf fixiert so. Damit man weiß, in welche Richtung man geht und nicht einfach nur so vor sich hin arbeitet und vor sich hin lebt und meint, ja, das wird schon werden. Nee, so einfach ist es nicht. Also wir müssen es schon gezielt angehen. Und wir sollten die Sachen, die wir anziehen wollen oder so, wie wir leben möchten, visualisieren. Also versuchen Sie sich wirklich vorzustellen, dass Sie jetzt ein großer Künstler sein möchten und im Centre Pompidou oder in New York oder keine Ahnung, wo auch immer, was so ihr Ziel wäre, was sie wirklich möchten, und versuchen sie das zu visualisieren, sich vorzustellen, dass sie da schon tatsächlich sind, also so oft wie möglich. Ihr Gehirn, das weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist ob sie das nur irgendwie sich vorstellen. Auf jeden Fall reagiert ihr Unterbewusstsein darauf und wir gehen dann in diese Richtung, die wir uns vorstellen. Also visualisieren, das ist ein Fundament und das sollen wir möglichst regelmäßig machen. Also uns wirklich vorstellen,
wo wir hin möchten, wie wir leben möchten, wie wir sein möchten. Wir sollten uns möglichst auch so benehmen und so anziehen und den Leuten auch vermitteln, dass wir diese Personen tatsächlich sind. So zum Beispiel Cary Grant, also Nichis, also der hat sich auch so angezogen und jeder kennt ihn nur unter diesem Namen und er ist wirklich zu dieser Person geworden, die eigentlich nur so ein Pseudo war. Aber darum geht's. Also ich denke, sie sollten zu dieser Person werden, die sie sein möchten. Stellen Sie sich vor, wie möchten Sie sein, wie möchten Sie sich anziehen, wie in welcher Umgebung möchten Sie, mit welchen Leuten und wie viel Geld möchten Sie verdienen, und versuchen Sie sich so zu benehmen, als wäre das schon so. Versuchen Sie sich das einfach regelmäßig vorzustellen und aufzuschreiben, Ihre Ziele. Ja, weil wir das eben dann so anziehen, wenn wir in die Richtung denken. Und ja, und wir sollen auch auf jeden Fall nicht denken, dass wir weniger können als andere Leute, sondern eher im Gegenteil, sie sich immer wieder sagen, ich kann das auch, weil die anderen haben das auch geschafft, also schaffe ich das auch. Auf jeden Fall, wenn ein anderer das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Es ist machbar und das kriege ich hin, positiv sein und in die Richtung gehen. Und ich denke mal auch, also wir sollen uns überlegen, zu welchen Preisen wir uns verkaufen. Also wir sollen uns auf jeden Fall wertschätzen und gute Preise verlangen für seine Bilder, für seine Werke. Also überlegen Sie sich, für wie viel Geld würden Sie gerne Ihre Bilder oder Ihre Kunst verkaufen, wenn Sie sich das aussuchen können. Und ja, warum nicht gleich schon damit anfangen? So vielleicht, wenn Sie jetzt sagen 10.000 Euro zum Beispiel, dann ja, vielleicht nicht gleich am Anfang, aber Sie können ja schon mal 2, 3 für 10.000 anbieten und die anderen vielleicht für 8 oder 7 oder vielleicht auch 5 und dann mal sehen, wo Sie dann solche Bilder unterbringen können und welche Leute Ihnen vielleicht solche Ausstellungen anbieten, Galeristen eventuell, ein bisschen weiter weg, egal, also schreiben Sie ruhig viele Galerien und rufen Sie viele Leute an, und ich denke, mit der Zeit werden Sie sowas auch anziehen, wenn Sie davon überzeugt sind, dass Sie das persönlich selber wert sind, also das strahlen Sie dann aus. Tja, also man sagt ja auch, ja, du bist, was du denkst, und man soll halt eben, und ob sie denn jetzt denken, sie schaffen es oder sie schaffen es nicht, in beiden Fällen haben sie recht. Also seien sie positiv, denken sie gut über sich, und ja. Tja, und denken sie auch, dass wir ein unermessliches Potenzial haben, dass wir weit mehr, also wir leben ungefähr 10% von unserem ganzen Potenzial überhaupt aus. Also wir müssen uns echt vorstellen, dass wir eigentlich alle Schätze besitzen und dass wir uns das gar nicht so richtig zutrauen. Tja, und woran liegt das? Ja, das liegt an alten Glaubenssätzen. Also wir sollten unsere Glaubenssätze vielleicht aufschreiben erstmal. So, was habe ich für Glaubenssätze? Wie denke ich über mich selbst? Und eben diese alten Glaubenssätze, auf einer Seite die alten Glaubenssätze aufschreiben und auf der neuen die alten Glaubenssätze umschreiben, also positivieren. Also wenn jetzt zum Beispiel so, ja, das bin ich nicht wert, ich schaffe das nicht, und dann, wie schaffe ich das? Natürlich bin ich es wert, also eben die in die ganz andere Richtung gehen, auch wenn sie das nicht unbedingt sofort glauben, aber wenn sie sich damit beschäftigen und sich das regelmäßig durchlesen, dann werden sie auch in die Richtung gehen und dann wird sich ihr Leben auch ändern, auf jeden Fall. Ja, und wir sollten uns auch im Klaren sein, dass wir eben jeden Tag alles ändern können, egal ob wir gestern so gedacht haben, und wenn wir mit unserer Situation nicht zufrieden sind,
weil wir das gestern eben so geglaubt haben, dann sollten wir das heute ändern, damit es morgen anders wird. Also unsere Vergangenheit ist nicht gleich unsere Zukunft. Also wir sind heute für unsere Zukunft verantwortlich. Gestern waren wir für unsere Gegenwart verantwortlich und heute, also in der Gegenwart, schreiben wir unsere Zukunft. Also wir können alles ändern, alles, jeden Tag. So, dann, ja, also wie gesagt, wir sollen das Glas halb voll sehen und nicht halb leer, also positiv denken und vor allem sollen wir geduldig sein, also es passiert nicht von jetzt auf gleich, alles braucht seine Zeit und ich denke mal, wer geduldig ist, der ist bald am. Und glauben Sie an sich und denken Sie groß. Also und ein anderes Thema ist, dass Sie Ihre Spezialität nicht nur für sich behalten, sondern halt auch weitergeben. Also geben Sie Ihr Wissen weiter, bereichern Sie auch andere, lassen Sie andere an Ihrem Wissen teilhaben. Sie können Lehrer sein, Dozent, Coach, was auch immer. Und ich denke, Sie können auch im Internet gut Ihr Wissen weitergeben und teilweise vielleicht kostenlos, damit die Leute überhaupt auf Sie aufmerksam werden. Und teilweise können Sie Programme entwickeln, die eben nicht kostenlos sind. Und dann können Sie sich ein zweites, also ein Passiveinkommen einrichten, damit, also sind eben nicht, setzen Sie auf jeden Fall nicht alles auf eine Karte. Also Sie können ja verschiedene Dinge machen mit Ihren Talenten. Wenn Sie drüber nachdenken, werden Sie ziemlich viele Alternativen finden. Also was auch sehr sinnvoll ist, dass Sie sich einen Coach leisten. Also denken Sie an sich selbst, an Ihr Weiterkommen. Versuchen Sie, viele Bücher zu lesen, um weiterzukommen, aber auch eben, warum nicht ein Coach, der Sie an die Hand nimmt und mit Schritt-für-Schritt-Programm in neue Möglichkeiten und Türen öffnet und Perspektiven anbietet, und Sie ein bisschen anschubst, damit Sie Sachen machen, die Sie sich vielleicht so von alleine nicht unbedingt trauen. Also ein Coach ist auf jeden Fall eine gute Investition. Investieren Sie in sich selbst und ja, dann können Sie Ihren Horizont noch weiter öffnen. Und glauben Sie auf jeden Fall, also ich werde Ihnen dann am Schluss der Programmreihe werde ich Ihnen neue Glaubenssätze geben, die ich mir selber aufgeschrieben habe und ich finde, dass es wichtig ist, sich immer wieder neue Glaubenssätze jeden Tag ein bisschen durchzulesen oder immer mal wieder und sich zu motivieren, so wie Obelix früher, der ist in den Zaubertrank gefallen. Das sind wir nicht und wir müssen uns halt dann selbst motivieren mit irgendwelchen Programmen, die wir uns selbst schreiben, die wir auch im Internet kostenlos finden können. Also Stoff gibt es genug. Sie werden auf jeden Fall fündig werden und können so super weiterkommen. Also, wir sollen auf jeden Fall denken, Geld ist super wichtig. Ohne Geld, kommen wir irgendwie, wir können nicht von Luft und Liebe leben und sich selbst einen hohen Preis anzumessen. Und Geld ist fundamental wichtig, um ein glückliches Leben zu führen. Und ich finde, es ist ein guter Glaubenssatz. Und dankbar sein, also Dankbarkeit ist auf jeden Fall, je mehr Sie dankbar sind für das, was Sie haben, desto mehr Gutes ziehen Sie in Ihr Leben. Das war's für heute. Demnächst mehr von Gabi Loyek aus Südfrankreich, aus dem schönen sonnigen Südfrankreich. Gut, wir sind jetzt im Dezember, die Sonne ist ein bisschen weniger warm als im Sommer und ich ziehe Sommer auf jeden Fall vor.
Aber gut, Hauptsache die Sonne ist da, der Himmel ist super blau, also es ist kein einziges Wölkchen am Himmel und ja, wir freuen uns unseres Lebens und ich wünsche euch viel Spaß und denkt ein bisschen nach über all das und bastelt euch tolle Glaubenssätze, die ihr euch jeden Tag durchlest und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schönen Tag noch, tschüss.